Der kleine Huibu, Folge 14. Der verrückte Zeugnistag. Einen Tag vor Zeugnisübergabe sollen die Schüler der 2b noch Vorträge halten. Und ausgerechnet die Direktorin Frau Sauermilch sitzt heute mit in der Klasse. Kein Wunder, dass der kleine Pepe wirklich aufgeregt ist. Gleichzeitig will er seinem Lehrer Herrn Fröhlich das beste Zeugnis der Welt überreichen. Auch die heutigen Aufgaben von Huibu und Hedda Hex haben es in sich, denn sie haben Frederik überredet, ihnen ebenfalls Zeugnisse auszustellen. Und mit all dem selbst erzeugten Druck ist es auch kein Wunder, dass dabei einiges schief geht. Gut findet Pepe seinen Vortrag nicht. Als er seinem Papa gestern Abend über den Tyrannosaurus Rex erzählt hat, wusste er viel mehr. Er ärgert sich so sehr über sich selbst und mindestens genauso doll über Frau Sauermilch, dass er fast weinen muss. Schließlich ist auch die Dinosauriergruppe fertig und die Kinder dürfen sich wieder auf ihre Plätze setzen. Ja, also das war von einigen schon ganz gut. Ich gehe dann mal. Denkt daran, dass ihr morgen alle Schutzhüllen für eure Zeugnisse mitbringt. Wisst ihr was? Ihr habt das alle ganz toll gemacht. Oh, ich nicht. Sei nicht traurig, Pepe. Ich weiß, dass du ein echter Dinosaurierkenner bist. Weißt du, Frau Sauermilch hat dich mit ihrer Art einfach ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Sowas kann jedem passieren. Dann hat man das Gefühl, die Rektorin hätte sich in einen Tyrannosaurus Rex verwandelt. Aber weißt du was, das nächste Mal, da zeigst du es ihr. Okay? Okay. Herr Fröhlich, bekommen Sie auch ein Zeugnis? Nein, wir Lehrer bekommen leider keine Zeugnisse. Wir können ja eins schreiben. Auf jeden Fall, Amy, darüber würde ich mich sehr freuen. Aber wisst ihr was, am liebsten mag ich es, wenn ich sehe, dass meine Schüler im Alltag anwenden, was sie bei mir lernen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ein Zeugnis für Herrn Fröhlich? Genau, aber erst muss ich noch was nachschauen. Ja, zum Beispiel, ja, zum Beispiel beim Einkaufen. Die Schlossgrundschule von Burgeck ist nur auf den ersten Blick eine ganz gewöhnliche Grundschule. Wer etwas genauer hinschaut, findet auf dem Dachboden eine Geheimzentrale für Gespenster, Hexen und andere magische Wesen. Hier leben seit einiger Zeit der Gespensterschüler Huibu und die Hexenschülerin Hedda Hex zusammen mit ihrem weisen Lehrmeister, der Fledermaus Frederik. Heute allerdings sind Huibu und Hedda Hex unten in der Schule oder genauer gesagt in der Schulbibliothek unterwegs. Weil vormittags nur selten jemand hier ist, eignet sich der Raum mit den vielen Regalen wunderbar zum Versteckspielen. Huibu, unsichtbar spucken gilt nicht. Aber so macht es mehr Spaß, Hedda. Dir vielleicht, mir nicht. Lass uns was anderes spielen. Wir könnten Kunststücke machen. So wie der Junge da vorne auf dem Stuhl. Das ist ein ganz schön wackeliges Kunststück. Vielleicht braucht er unsere Hilfe. Der Junge, von dem Huibu und Hedda Hex sprechen, ist Pepe. Er hat sich einen Stuhl vor ein Regal geschoben. Auf der Sitzfläche stapelt sich ein Turm aus Büchern, auf dem Pepe balanciert. Vergeblich streckt er sich, um nach einem Lexikon zu greifen. Plötzlich verliert Pepe das Gleichgewicht und rudert hilflos mit den Armen. Huibu und Hedda Hex stürzen herbei. Das war knapp, danke. Ich brauche das Buch aus der obersten Reihe, aber ich bin zu klein. Soll ich mal versuchen? Klar, aber pass auf, es ist kipplig. Ach, deinen Wackelturm brauche ich nicht. Buch mit blauem Band, wir hätten dich gern in der Hand. Frisch auf und munter, komm, flatter zu uns runter. Magie macht mit. Staunend beobachtet Pepe, wie sich das Lexikon mit dem blauen Einband langsam aus dem Regal bewegt. Dann flattert es kurz durch den Raum und landet schließlich auf dem Tisch vor ihm. War das etwa ein Zauberspruch? Ein Hexenspruch. Gestatten? Hedda Hex, Hexe in Ausbildung. Mein Motto? Fühlst du dich zu klein? Leih ich dir mein Bein. Ja, also, ich bin Pepe. Das ist aber ein seltsames Motto. Wenigstens reimt es sich. Und es heißt ja nur, dass ich dir helfen kann. Okay, danke. Nun ist es das falsche Buch. Ich wollte das Grüne. Das erledige ich. Hui, buh.
Der kleine Huibu, Folge 14. Das Fest im Dunkeln. Gerade will Lehrmeister Frederik dem Gespenst Huibu und der Hexe Hedda Hex ihre heutigen Aufgaben geben, als plötzlich der Strom ausfällt. Frederik und seine zwei magischen Schüler machen sich auf den Weg, um in Burgeck nach dem Rechten zu sehen. Und tatsächlich ist hier großes Chaos ausgebrochen. Huibu, Hedda Hex und Frederik helfen, wo sie können. Mal mit Spuk, mal mit Hexerei, mal mit gesundem Menschenverstand. Und sie fragen sich, wie auch ohne Strom alle Einwohner an diesem besonderen Abend ein warmes Essen bekommen können. Also was gebe ich euch heute? Huibu, wie wäre es, wenn du heute... Ich mache heute... Huch, was soll das denn sein? Das Licht ist aus. Hedda Hex. Ich war das nicht. Ah, sehr schön. Ihr habt also beschlossen, dass wir es heute langsam und düster angehen lassen? Gar nichts haben wir beschlossen, Huibu. Was ist denn jetzt los? Wieso ist es denn so dunkel? Wir waren das nicht. Vielleicht ist die Birne kaputt gegangen. Ah, wunderbar. Bedeutet das, ich darf weiter schlafen? Nein. Frederik, Huibu, schaut mal nach draußen. Ich glaube, in ganz Burgeck ist der Strom ausgefallen. Und tatsächlich. Als Frederik, Huibu und Hedda Hex einen Blick von dem Dachboden der Schlossgrundschule hinunter auf die Straßen Burgecks werfen, sind diese alle dunkel. Keine Straßenlaterne leuchtet. Aus keinem Fenster scheint Licht. Allerdings treten nun aus allen Häusern Menschen und sehen sich überrascht um. Na, wenn ganz Burgeck ohne Strom ist, kann ganz Burgeck auch in Ruhe weiterschlafen, oder? Huibu, die Menschen schlafen um diese Uhrzeit doch nicht. Normalerweise bereiten sie gerade ihr Abendessen vor. Wo wir gerade von Essen reden, ein bisschen Hunger hätte ich auch. Ohne Strom kein warmes Essen, kein Tee. Keine Suppe. Ach, kein Problem. Blaubeerpfannkuchen schmecken auch kalt wunderbar. Und wie willst du die backen, wenn die Pfanne nicht heiß wird? Über einem Feuer? Mit einem bisschen Feuerhexerei oder Spukerei? Na, auf keinen Fall übt ihr beide heute irgendetwas mit Feuer. Schon gar nicht auf unserem Dachboden. Ohne Strom gibt es auch keine Wärme, richtig, Frederik? Ja. Das heißt, ganz Burgeck ist jetzt dunkel und kalt. Wie gesagt, so ein kleines Feuerchen kann Wunder wirken. Schlag dir das aus dem Kopf, Huibu. Also gut, ihr zwei. Heute erhaltet ihr keine Aufgaben, heute machen wir uns auf den Weg und stehen Burgeck und seinen Einwohnern bei. Heißt das, eigentlich haben wir frei, aber wir sollen trotzdem raus, um den Sauerstoffatmern zu helfen? Ganz genau. Gute Idee, Frederik. Auf zur magischen Wendelrutsche. Warte auf mich, Hedda. Ich bleibe doch nicht alleine hier. So im Dunkeln. Hedda Hex, Huibu und Frederik bewegen sich durch den düsteren Gemäldegang vor ihrem Dachboden. Hier hängen die sprechenden Gemälde von Ernestine und Hubert, ehemalige Schüler von Frederik. Hedda Hex, machst du mal bitte das Licht an? Wir wollten gerade eine Runde Regenbogenpeter spielen, aber im Dunkeln sehe ich nicht, wenn Ernestine wieder schummelt. Schummeln? Wenn hier jemand schummelt, dann ja wohl du. Geht nicht, ihr zwei, tut mir leid. Wir haben einen Stromausfall. Am besten ihr spielt was anderes, vielleicht... Ich sehe nichts, was du auch nicht siehst. Was? Verkackeiern die uns etwa, Hubert? Das ist ja wohl die Höhe. Ohne anzuhalten, laufen und fliegen Hedda Hex, Huibu und Frederik an Ernestine und Hubert vorbei und rutschen die 13,5 Umdrehungen der magischen Wendelrutsche hinab, die sie vor die Schlossgrundschule katapultieren. Im Pausenhof sehen sie sich blinzelnd um. Nirgendwo leuchtet auch nur ein bisschen Licht. Alles ist dunkel. Und von der Straße sind verwunderte Stimmen zu hören. Was ist denn nun los? Geht bei euch auch nichts mehr? Nein, alles ist ausgefallen. Der Herd, der Kühlschrank, sogar der Staubsauger. Na, selbst wenn er ginge. Ohne Licht siehst du doch gar nicht, was sieht du alles sieht aus, als wären alle Einwohner Burgecks auf der Straße. Stimmt, Hedda. Am besten schauen wir uns erst mal um. Niemand hindert dich. Ich steige doch nicht in eine Wanne voller eiskaltem Wasser. Na, zumindest läufst du... Hedda Hex, Huibu, hört ihr das? Ja, Sauerstoffatmer sind wirklich empfindlich, Frederik. So ein kleines Eisbad hat noch niemandem geschadet. Ach, das meine ich nicht.
Meine Fledermausohren haben einen Hilferuf vernommen. Ich bin hier, auf der Treppe. Jetzt höre ich es auch, Frederik. Ich glaube, das kam aus dem kleinen alten Häuschen da vorne. Jemand ist auf der Treppe. Und was genau ist daran schlimm? Ihr beide seht nach und ich schaue mich weiter um. Machen wir. Und danach treffen wir uns wieder hier? Genau, bis gleich.